Moin Moin und willkommen zu Factorio in der zweiten Staffel, jetzt mit Mods. Das Hintergrundbild ist schon etwas anders, das liegt aber nicht an den Mods, sondern weil ich die experimentelle Version nutzen muss, die 0.12. irgendwas. Ich wollte euch nur das hier eigentlich zeigen, das ist jetzt die Einstellung für die Karte, die wir generieren. Ich hatte ja gesagt, dass ich mit hohen Ressourcen diesmal spiele, weil es mir ja primär ums Bauen geht dabei. Und letztes Mal war mir das ein bisschen zu stressig mit den ganzen Krimskrams, der ist. Der obere Teil ist das, was wir ja früher schon hatten. Der untere Teil ist das, was durch die Mods dazu kam. Ja, also ich habe jetzt erstmal das die Häufigkeit der verschiedenen Terrains etwas runtergesetzt und Wasser habe ich normal gelassen. Ansonsten sieht man das hier very good, very big und very high. Also okay, das stimmt ja schon nicht ganz. Ich bin einmal zurückgegangen, wieder hingegangen, jetzt wieder alles very high. In der Testrunde davor, also habe ich einmal reingeguckt, habe ich alles wieder auf high runtergesetzt. Das mache ich jetzt auch mal, weil die Ressourcen wirklich enorm verfügbar waren. Deswegen die Häufigkeit setze ich etwas runter, aber immer noch erhöht gegenüber normal. Und die Feindbasen, kann man hier sehen, achso, da hat sich auch wieder hingeschlichen. Setze ich auf normal. Also das ist Mittel, wie auch Standard im Spiel ist. Und den Rest lasse ich auf hoch. Okay, Stein setze ich etwas runter. Copper und Iron lasse ich auch hoch, weil das die Grundressourcen für alles sind. Ich habe jetzt wirklich keinen Plan, welche Auswirkungen das aufs Gameplay haben wird. Sollte ich merken, dass es wirklich viel zu einfach ist, dass ich tatsächlich selbst genervt davon bin, dass ich so viele Ressourcen zur Verfügung habe und mich gar nicht bewegen muss und ja, null Schwierigkeit entsteht, dann würde ich wahrscheinlich wieder einstellen und kurz neu starten. Aber ich hoffe, das werden wir auch schnell rausfinden. Aber ansonsten wäre ich sehr glücklich, wenn ich sehr viele Ressourcen auch zur Verfügung habe, damit ich eben auch diesmal deutlich größer bauen kann. Angedacht ist von mir auch, dass ich Komplexe quasi plane, also einen bestimmten Teil, das Endprodukt möchte ich haben, das ist die Produktionskette, die ich dazu benötige und so weiter, dass ich das hinsetze, sowas zieht sich im Spiel stundenlang hin. Da ist der Gedanke gekommen, dass ich das vielleicht so im Voraus plane, dann die Ressourcen zusammenstelle und dann einfach nur hinklatsche. Und den Teil von plane bis hinklatsche, den zeige ich dann nicht, sondern mache das dann offscreen und zeige den Anfang und das Endresultat sozusagen. Wenn ihr was dagegen habt, dann schreibt das bitte. Teilt mir das mit. Ansonsten würde ich davon ausgehen, dass das wohl ein guter Plan ist, um halt nicht so viel Wartezeit da drin zu haben, sage ich mal. Was habe ich hier noch geändert? Starting Area, das habe ich auf Very Big gesetzt. Ich bin nicht sicher, welche Auswirkungen das genau hat, aber ich glaube, dann werden einfach die Alien-Basen ein Stückchen weiter weggesetzt vom Startgebiet. Mal schauen. Wasser lasse ich auf Medium, weil Wasser, soweit ich weiß, brauchen wir nicht viel. Halt für die Dampfmaschinen und ein bisschen für die Chemie. Ansonsten, ich habe keine Ahnung, was die Mods bringen, was da drin vorkommt. Ich lasse mich da total überraschen. Also wir haben Ditech drin und wir haben Tree Farm drin. Ansonsten, es gibt noch andere Mods, aber ich weiß jetzt nicht, wie die kompatibel dazu sind. Und Ditech möchte ich ja ganz gerne testen. Deswegen haben wir den jetzt hier. Tree Farm, das weiß ich jetzt durch Terran, dass der anscheinend kompatibel dazu ist. Und da finde ich ja lustig, dass man auch Holzkohle machen kann. Da gibt es auch eine ganze Produktionskette drin, die will ich auch noch sehen. Da bin ich noch ganz gespannt drauf. Mal schauen. Ja, ne, lassen wir uns mal überraschen und generieren mal. So, ja, Standardnachricht. Ich muss das Spiel jetzt auch auf Englisch spielen, weil die Ditech-Mod ist irgendwie mit der deutschen Version nicht ganz kompatibel. Ja, jetzt können wir hier schon sehen, da haben wir unser Iron Ore normal und hier haben wir schon die anderen Sachen, die durch Ditech reinkamen. Silver, Gold. Das ist auch so Einzelflecken immer. Copper einzeln, okay. Was haben wir da? Lava-Pool. 415% ist also wahrscheinlich wie eine Ölquelle. Und noch ein Lava-Pool, den man anscheinend abbauen kann. Okay. Ich spaziere mal ein bisschen rum, um so das erste Baugebiet auch zu finden. Ein bisschen ärgerlich, dass so viel Wald da ist. Ich meine, gibt eine Menge Holzmasten, da freue ich mich schon drauf. Aber ist auch viel Arbeit, das wegzukriegen, damit wir den Bauplatz haben. Ne? Oh. Was haben wir da? Ölquellen. 1200. Jesus! In dem Spiel davon, also in dem Eimer eingetestet, war nicht weiter als genau das hier. Hatte ich schon Ölquellen mit 600%. Da dachte ich, ich gucke nicht richtig. 1000%. Yay! Okay, 500%, 600%. Oh, ne?
Also gerade das Öl hat mich ja in der letzten Staffel wirklich aufgeregt. Oh, da musste ja man hinterher. Und ich hatte da wirklich keine Lust mehr, noch großartig umzubauen und da irgendwie mehr Effizienz reinzubekommen. Okay, bisher hatten wir noch keine Alien-Basen. Ich habe die Alien-Basen auch wieder auf normal gesetzt, weil ich hatte da auch die Alien-Basen auf hoch und ich war direkt umzingelt. Es war keine Lücke mehr drin, so groß waren die Alien-Basen. Ja, normalerweise würde ich sagen, wenn ich hier gucke, wäre das ein guter Anfang. Ja, aber wenn ich dann hier sehe, die Ressourcen, ich will nicht direkt auf den Ressourcen bauen. Dann fehlen mir die nämlich, ne? Ardit, okay. Ardit Ore. Was ich da gelesen habe, ist ja auch, dass durch die Ditech-Mod das Forschungssystem geändert wird. Man kriegt jetzt Forschungspunkte, die man durch jeden kleinen Scheiß kriegt. Ich stelle was in der Hosentasche her und plupp, habe ich ein paar Forschungspunkte und die kann ich dann investieren. Irgendwie so in der Art. Ups, ja. Ja. Ich wandere hier noch mal ein bisschen hin und her. Ich muss mal gucken, wenn sich das zu lange hinzieht. Ich gucke mich immer gerne um, um dann sicher zu sein, dass ich die richtige Stelle habe zum Starten. Wenn sich das zu lange hinzieht, schneide ich das eben kurz raus. Aber ich werde hier nicht 3 Stunden rumwandern, nur einmal so ums Gewässer sozusagen zu. Aber die Ecke hier sieht doch schon gut aus, ne? Bam, 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 bam. Es ist schade, dass es jetzt dunkel wird und ich quasi nichts mehr sehe. Also die Ecke ist relativ ressourcenfrei, ein bisschen waldig, aber kein Gewässer jetzt großartig in der Nähe, was mich da beim Bauen stört. Gut, dann wird. Ja, genau. Das ist, glaube ich, Standard. Das geht noch so. Werde ich das mal machen. Hier tut sich auch eine schöne Ecke auf, ne? Auch sehr waldig. Ich weiß nicht, wie es bei der Mod ist, aber in der Grundversion des Spiels gab es ja keine wirklich gute Möglichkeit, ein großes Stück Wald zu roden. Mit Flammenwerfer habe ich es getestet, mit Panzer habe ich es getestet. Früher hatte ich das so gemacht, ich habe einfach das Auto genommen und es dann gemoddet, dann gegen physischen Schaden hochgesetzt, dass es keinen Schaden mehr genommen hat beim Rammen und das ist. Es war sichtbar immer noch so groß wie ein Kästchen, aber es hatte eine Breite von 40, glaube ich, 30 oder 40, das war dann noch funktional. Und bin dann damit durch den Wald gefahren und habe dann riesige Schneisen weggebraten damit. Okay, warum ich jetzt hier durch den Wald spaziere, weiß ich auch nicht. Hänsel und Gretel suchen oder so. Ich wollte ja eigentlich dahin. Ja, ich glaube, ich werde die Ecke hier nehmen. Ne? Die sieht ganz nett aus. Oh, hier liegen ja auch so viele Ressourcen. Ja, die Größen der Felder habe ich auf Very Big gesetzt. Das ist sehr klein, finde ich, für Very Big. Also ich weiß, früher ein Very Big Feld, das war dann so in etwa. Vielleicht ist das auch bloß im Starkgebiet jetzt so, dass sie so klein noch sind. Ich weiß das nicht genau. So, da haben wir auch schon Alien-Basis gefunden. Also da möchte ich nicht so dicht ran. Na. Ich würde hier gerne nochmal um den Teich und zu. Da ist die nächste Alien-Basis. Die Aliens habe ich auch weiterhin aggressiv gelassen. Man kann die auch friedlich stellen. Dann greifen die erst an, wenn man die selber angreift. Das fand ich jetzt aber irgendwie unsinnig. Das ist ja auch so ein Teil des Spiels, der einen dann noch ein bisschen Zusatzbeschäftigung besorgt, wenn die Aliens dauernd ankommen. Wir haben aber wirklich großes Gewässer hier. Eieieiei. Ja gut, da laufe ich jetzt nicht weiter hin. Oben, da wo die Ecke war, da werde ich starten. Ja, habt ihr heute mal einen Spaziergang mit mir gemacht durch die Walachei? Ich weiß auch gar nicht, wann endlich der Nahrungsmodus hier reinkommt, dass man wirklich essen muss, um zu überleben. Sollte ja, glaube ich, auch mal kommen. Deswegen auch die Fische im Tümpel.
Gibt es da eine Mod für? Wenn es dafür eine Mod gibt, bitte sagen. Und am besten Link dazu in Kommentar reinpacken. Dann gucke ich mir den an. Das wäre ein Ding, das hätte ich auch noch ganz gern. Ja, Kühle. Kühle, 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 kühle. So, setzen wir dich mal dahin. So, kriegst mal etwas Kohle. Und Holzkiste E. Huch. Ja, man sieht das hier 3668. Wir hatten sonst immer, ich glaube, so 400, 500 drin. Also da ist eine ganze Menge jetzt drin. Da muss ich nicht ganz so schnell umziehen. Was wollte ich denn jetzt als nächstes tun? Ich baue mal Eisen ab. Ich muss tatsächlich gerade überlegen, wie man das Spiel nochmal anfängt. Mir fällt auch gerade auf, ich habe die Musik gar nicht angemacht, ne? Tja, ha, ha, ha. So. Und ich empfinde auch den Ingame-Sound gerade ziemlich laut. Schaunsch. Back, back. Halt, 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 halt. Options. Schauns. Ach hey. Welcher war denn nochmal für Musik? Das Spiel hatte ja auch selbst Musik. So, entschuldigt, jetzt kurz Standbild. Ich muss mal eben den Player suchen und ich suche natürlich wieder falsch. Wo bist du? Schlecht vorbereitet. Ganz, ganz schlecht vorbereitet. Steht noch alles drauf und so, jetzt habt ihr ein bisschen Lala. Was ist das denn da? Leadore. Oh, Blei. Stein wollte ich haben, ne? Jetzt suche ich gerade Stein. Stein, 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 Stein. Zink. Alien. Nein! Ich bin zu dicht an den Aliens. Na gut, also jetzt ziehe ich aber nicht mehr um. Hier, den nehmen wir. Schade, dass man die nicht als Stein abbauen kann, ne? Dann hätten die eine zusätzliche Nützlichkeit und wären nicht nur nervig. Und mit dem Hals habe ich es heute wieder. Ups. Ich sollte mir irgendwie so Tee machen, den ich hier vorbereite, um den etwas zu beruhigen. Was bist du denn da? Tungsten, Wolfram. Ist hier Stein ausverkauft oder was? Was? Hey! Wollt ihr mich veräppeln? Da liegen jetzt. Okay. Muss ich jetzt damit rechnen, dass Würmer hier so drin sind? Das fände ich jetzt aber nicht so lustig. Also das eben gerade war noch lustig, weil es überraschend war. Stein. Stein. So weit aus den Latschen, um an Stein zu kommen, das ist nicht so gut. Ups. Ja. Ich muss gleich mal ein Stückchen weiter nach unten gucken, ob ich da vielleicht Stein finde. Immer hier hin zu latschen, um mir Stein zu holen, das ist, glaube ich, nicht sehr praktikabel. So, und ich weiß nicht mal mehr, wofür ich den Stein brauchte. Ich glaube dafür, ne? Umweltverschmutzung entsteht und das direkt neben zwei Alienlager. Yeah, kluge Entscheidung. Na gut, vielleicht ziehe ich doch ein Stückchen um. So ein bisschen hier hin. Um da
zumindest so lange dem Ärger aus dem Weg zu gehen, bis ich ein klein wenig wehrhaft bin. So einen ersten MG-Turm bauen kann oder so. So, komm mal her. Komm mal her. Tschüss. Jetzt muss ich nur aufpassen, dass hier keine Würmer kommen. Verschwindet die Umweltverschmutzung da eigentlich noch oder bleibt die? Oh, hier durch den Wald schlängeln. Ja, es wird wieder Tag. Ich glaube, da war die eigentliche Startzone, ne? Ich gehe mal davon aus, dass in der richtigen Startzone auch alle Ressourcen verfügbar sind. Muss ich doch wieder hierher. Ah, welch traurig Schicksal. Stein. Ah, hier ist alles. Gut, wir bleiben bei McCole. Du darfst mal den da machen. Oh, ich dachte, da passt nur 50 rein. So, wir haben 10 Iron Ore, wo auch immer ich 10 Iron Ore her habe. So, machen wir manuelle Befüllung erstmal. Na. Stein. Ich klopfe mal weiter Stein. Denn Stein ist fein, der muss sein. Da hau ich rein. Den mache ich klein. So, dann will ich auch möglichst schnell da so ein Mining Drill haben. Damit ich dem Geklopfe aus dem Weg gehe. So. Hacken wir mal ein paar Bäumchen, damit ich ein paar Truhen machen kann. Eisentruhen kann ich glaube ich noch gar nicht machen, ne? Doch, aber da haben wir zu wenig Dingsbums für. So. Da holt die drei Platten auch mal raus. Du kommst da mal raus und viel Spaß. So, ein Förderer noch für Heusen. Machen wir gleich einen zweiten. Nehme ich dich mit. Euch packe ich dahin. Euch packe ich dahin. Ich dachte gerade drüber nach, wie das ist mit automatischer Kohlebefüllung hier. Aber dazu bräuchte ich dann auch Fließbänder und Knickarmroboter. Möglich ist es aber noch nicht. So. Da kommen mal 7 hin. Da kommen mal 7 hin. Dann hole ich mir mal Stein.